Bei der Kaffeewarteschlange ist noch genau Wartenschlangenlänge 2. Dann fangen wir an. Also könnt euch noch eine Minute unterhalten. Wollt ihr nicht ein bisschen Musik spielen? Nein, möchte ich nicht. Bist du jetzt schüchtern geworden? Das glaube ich nicht. Ich kann auch. So, fangen wir mal an. Wer jetzt noch frühstückt, der darf halt nicht mitsprechen bei der Sessionplanung. Ja. Ich hoffe, ihr hattet gestern Abend, alle, die hier waren, noch einen schönen Abend, und ich weiß nicht, ob ihr die Kästen, die Kühlschränke leer gekriegt habt, oder habt die haben die nachgefüllt? Waren wir genug da? Haben nachgefüllt? War gut? Gut. Gestern war es nicht so ganz klar kommuniziert. Heute, sage ich es nochmal ganz deutlich, bis 16 Uhr haben wir unten ein Buffet. Danach dürfen wir gerne noch alles trinken, aber nicht mehr wirklich mitessen. Passt ja auch ganz gut. 16 Uhr ist Abschlusssession, also insofern müsstet ihr davor gegessen haben. Danach geht halt nicht mehr. So. Wir bedanken uns auch wieder heute bei unseren Sponsoren. Da haben wir was vorbereitet. Du machst Nummern, gell? Ja, super. Dann eigentlich hatten wir ja gestern einen Sponsorenempfang, aber das waren wohl so interessante Sessions, dass da kaum einer gekommen ist, was ja auch ein Zeichen für die Sessions ist. Aber wir möchten uns gerne nochmal bei den Sponsoren bedanken, die jetzt noch da sind. Da fangen wir einfach mal an mit Jochen Weilert. Nimmst du das lieber einen entgegen? Dann haben wir noch eins von Amieus, Norbert. Aufstehen! Es hindert euch natürlich nicht, jedes Jahr jetzt das anzufangen zu sammeln, dass ihr dann so noch Hall of Fame habt. Ah, okay, ich verstehe. So, sind die Kollegen von Move Elevator noch da oder sind die heute schon nach dem gestrigen Abend nicht mehr da? Gut, schicken wir zu. Dann Business Unicorns. Danke. Team WFB. Speed. Ich hoffe, die sind gestern schon nicht da. Dann würde ich jetzt gerne noch einmal alle Goldsponsoren hier hinbitten, weil für die haben wir auch sowas, aber etwas kleiner. Und alle zusammen einmal hier nach vorne kommen. Ich sage das einfach nochmal: Q3i, Mindshape, Rheinscharfe, Z3.com, 4,20 Meter, ITK Rheinland, Überblick. Bitte einmal nach vorne kommen. Thank you.
gelegen. Erst noch nicht. Na gut, nochmal da. Hier noch was? Schon mal gesagt, ohne Sponsoren wäre diese Veranstaltung nicht möglich. Sponsoren lieben es, positiv erwähnt zu werden. Also wenn ihr über diese Veranstaltung twittert, Facebookt, googelt, Instagramt, irgendwie etwas macht, einen Blog schreibt, erwähnt unsere Sponsoren, verlinkt sie auch, die freuen sich wirklich drüber und das macht so eine Veranstaltung wie diese erst möglich. Danke. Wer im WG-Hotel übernachtet, ich brauche am Ende dieser Veranstaltung, am Ende dieser Sessionplanung den Schlüssel. Und ihr müsstet dann die Räume geräumt haben. Also, dass er es mir dann gleich gibt, damit ich sie abgeben kann. Aber ihr könnt erst die Session planen. Genau, macht erst die Sessionplanung, dann haben wir das. Wir hatten gestern ein technisches Problem mit dem Beamer in Raum 222. Die haben versucht, das heute zu beheben. Ich habe es nicht kontrollieren können. Bitte der Erste, der gleich in Raum 222 ist, kurz gucken, ob es funktioniert. Und wenn nicht, zum Sofa kommen. Da haben wir noch einen Reserve-Beamer, den können wir dann entsprechend schnell aufbauen. Achso, ja. Wenn, von den Sponsoren, wenn jemand eine Transportecke haben möchte, haben wir die da vorne liegen. Sessionplan. Wir hatten, glaube ich, gestern ein, zwei Sessions, die wir nicht mehr gemacht haben oder die wir nicht mehr auf den Plan gepackt haben. Da würde ich die Teilnehmer bitten, dass die als Erstes hier vorkommen, damit sie ihre Session vorstellen können. Düpp, 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 düpp. Hi, ich bin der Jörg von der Typo 3 GmbH. Der Mathis hatte das gestern schon kurz vorgestellt. Wir würden heute ganz gerne eigentlich eine Session machen zum Thema Content Marketing und euch ein bisschen was darüber erzählen, wie wir das betreiben, wie man das im Allgemeinen betreiben kann. Marketing Automation noch mit rein. Wie und warum und was wir im Blog schreiben, was wir mit unseren Videos so machen und ja, hoffen da auf reges Interesse. Hat da jemand Bock drauf? Nice. Zeig da nochmal auf. So, interpolieren wir auf die Leute, die noch nicht da sind, dann brauchen wir schon einen großen Raum. Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid alle fitter, als ich es bin. Gestern spät geworden. Aber trotzdem, ich hatte es gestern versprochen, ich wollte heute eine Session machen. Hatte mir jetzt gedacht, es sind relativ viele Einsteiger oder beziehungsweise Neulinge, zumindest was die Camps angeht hier. Vielleicht gibt es ja dann auch noch einige Interessenten an so einer Einsteigerschulung, das heißt also das Side-Package bauen und das wirklich aber von Anfang an, dass man also auch vielleicht selber mitmachen kann. Da würde ich halt eben schon so einen ganzen Block dann nehmen mit 3 oder 4 Sessionblöcken hintereinander, wenn das okay ist, mit irgendwie einem Block dazwischen Mittagspause. Ja, wer hätte da Interesse dran, so ein Side-Package zu bauen? Geht es um Entwicklung oder mehr? Es geht darum, dass man nachher so eine Basis-Template-Extension dann vielleicht für sich selber baut, wo man dann oben eine Theme-Extension draufpacken kann, darüber vielleicht irgendwie so eine Kundenanpassungs-Extension. Ich habe das schon ein paar Mal bei den anderen Camps vorgestellt, habe dann allerdings die Einsteiger nicht wirklich abgeholt. Jetzt würde ich gerne von Anfang an das Ganze machen und mich langsam dahin arbeiten, dass man also wirklich so eine kleine Einsteigerschulung hat, wie man jetzt so ein Side-Package sich selber aufbauen kann. Also nicht mehr im File-Admin in die Sachen rein, sondern schön Typo3Conf.ext und dann kommt dann ein Extension Key dahinter und dann hat man halt Resources Private und so weiter. Diese Standards, dass man die erstmal lernt und einhält. So in der Richtung. Also nochmal, wie viel waren es jetzt, damit ich jetzt genau weiß? Also von Fehlermeldung zu Website in 3 Blocks. Ja, genau. Von Fehlermeldung zu Website in 3 Blocks. Das ist eine gute Sache. Okay. Ja, ist, denke ich mal, nicht so ein ganz, ganz großer Raum gewesen, oder? Tisch wäre gut. Ich meine, wenn die anderen auch mit dem Computer mitmachen wollen, ich weiß nicht, ob wir irgendwas haben, wo die auch einen Tisch haben. 404 oder 104.
Okay, dann machen wir 4 und 4. Guten Morgen. Ich schätze mal, ich könnte eine Session anbieten. Ich bin gestern gefragt worden zum Thema Schätzungen, Story Points, Estimations in Scrum und agilen Projektmanagement Frameworks, wie das gemacht wird, wie die Basics sind, wozu es dient, wie es richtig gemacht wird. Hat jemand Interesse dran, außer denen, die mich gefragt haben? Oha. Ja, dann bin ich gleich wieder in 453 da drüben. Ja, hallo. Wer hat schon mal Backend-User-Gruppenrechte im Backend verwaltet? Gut, wer hat das Gefühl, dass die Listen etwas ähnlich sind? Gerade wenn es um Zukunftsrechte etc. geht. Wer hat das Gefühl, dass man da irgendwas ändern könnte oder sollte oder mal drüber nachdenken sollte? Ah, okay, sorry, ich höre mich relativ laut hier. Also nochmal von vorn, wer hat Backend-Nutzergruppenrechte verwaltet im Backend und das Gefühl, dass das eventuell diskussionswürdig ist, ob man das nicht anders lösen könnte? Okay, da wären es ein paar weniger. Okay, wer würde das gerne importieren, exportieren? Stichwort Versionierbarkeit. Okay, wir sind am Überlegen, das Ganze eben zu verändern. Und dazu würde ich gerne ein Konzept erstellen, was für aktuell für die, was für Bedarf eigentlich existiert. Das heißt, ich brauche euch, um klar zu sagen, das und das hätte ich gerne. Das und das würde ich gerne anders machen wollen. Das würde ich jetzt einsammeln und daraus ein Konzept zu stricken, um im nächsten Schritt das Ganze dann entsprechend auch anzubieten, umzustellen. Ja, ich brauche euch dafür und kommt bitte in die Session und sagt, was ihr braucht, weil ohne euch macht das wenig Sinn, irgendwas daran zu verändern. Okay? Wer ist da interessiert? Okay? Guten Morgen. Ich versuche jetzt mal die kürzeste Session aller Zeiten zu machen. Ich hoffe, dass ihr zu denen gehört, die sich freuen über diese schöne Dokumentation in dem schönen neuen Theme, was man so prima lesen kann. Und wenn ihr schon sehen, das ist im Moment noch schwer in Arbeit, deswegen mache ich da auch nichts zu. Ihr könnt da aber selber was zu machen und wenn ihr euch fragt, ob ihr das vielleicht selber irgendwie nutzen könnt, machen könnt, ja, das könnt ihr. Vor allen Dingen, wenn ihr zu denjenigen gehört, die Docker zur Verfügung haben auf ihrem Rechner. Jetzt kommt die kürzeste Session aller Zeiten. Ihr müsst euch nur merken, dass es GitHub gibt. Und dann gibt es da einen User, der nennt sich T3Docs. Und dort findet ihr eine README-Datei, die euch sagt, wie ihr ein Executable in Docker starten könnt, was euch das gesamte Rendering abnimmt. Ihr müsst also nichts installieren irgendwie. Es reicht, wenn ihr eine README.md oder README.rst anlegt und da Hallo Welt reinschreibt, dieses meine super Dokumentation. Und dann startet ihr diesen Docker-Container in dem Projekt und dann macht er euch mit allem Zip und Zap eine Doku so, wie sie auf dem Server auch erscheint. Ja, und das nächste machen wir, weiteres machen wir im nächsten Jahr. Cool. Bestbesuchte. Den Preis hast du schon mal sehen. Die ist die beste Session. Ja, auf jeden Fall. Du hast die vollste Session gehalten hier. Ja, ja. Wo ist die Kamera? Ja, ich habe gestern schon zwei Vorträge über oder zwei Sessions über Composer gehalten,
Wenn ich euch damit nicht allzu sehr langweile, würde ich jetzt noch eine dritte vorschlagen, die ich nämlich eigentlich nur machen wollte auf dem Camper hier. Und zwar ein bisschen Innovation zeigen, der neueste heiße Scheiß in der Typo 3 Composer-Welt. Nämlich wie ich hinkomme dazu, eine Typo 3 Installation zu haben, die noch viel sicherer ist und noch viel weniger Code enthält, den ich nicht brauche. Ich hatte das gestern kurz angedeutet, glaube ich, in einem der beiden Sessions. Und zwar würde ich das gerne wirklich so machen diesmal, weil ich das gestern alles nur theoretisch gemacht habe, dass ich Schritt für Schritt die einzelnen Composer-Befehle eingebe. Also sprich, das ist auch für Leute, die nicht wissen, wie Composer funktioniert, die können da auch reinkommen, weil dann lernen sie so ein bisschen zumindest ein paar Befehle, die ich eingebe. Ja? Also ein Composer require, und dann sieht man, was passiert da. Ja? Also das ist die Idee, ich gebe einen Befehl ein, schaue mir die Composer-JSON an, die da rausgefallen ist, und schaue mir das Verzeichnis an und freue mich dann ganz zum Schluss über die perfekte Composer-Installation für Typo 3. Was haltet ihr davon? Ja, moin zusammen. Ich bin Martin. Ich bin derjenige, der bei Mittwald den ganzen Cloud-Kram verbrochen hat. Ich habe gestern Abend beim Biertrinken noch mit ein paar Leuten geschnackt und da sind wir immer wieder so auf das Thema Container-Technologien und sowas gekommen und deswegen dachte ich mir, ich biete heute einfach nochmal so eine kleine Einführungssession zum Thema Docker an, dass wir uns anschauen, was ist das überhaupt, wie arbeitet man damit und dass wir auch mal erforschen, wo dieser Hype herkommt, was es damit auf sich hat. Ist hier jemand, der sich dafür begeistern kann? Machst du ganz Anfänger-Session oder ein bisschen mehr? Kommt aufs Publikum an, je nachdem. Also ich bin da durchaus bereit, mich aufs Publikum einzustellen. Aber ich würde jetzt erstmal, wenn keine anderen Präferenzen da sind, wirklich ganz vorne anfangen. Wer hat Interesse? Ich hätte gerne mal eine Session Docker auf Windows. Ja. Docker auf Windows, Freiwillige. Wer will, stellt sich dafür zur Verfügung? Nee, nicht auf Windows, Docker auf Linux und Mac. Und unter Windows natürlich. So, also nochmal Hände hoch. Das sind so echt viele Leute, ihr Wahnsinnigen. Alles klar, vielen Dank. Für die anderen im Saturn gibt es noch MacBooks. Ich habe nicht gesagt, dass du wieder auch kaufen kannst. Wir hatten ja gestern diese großartige Einführungssession von Benny zum Thema Content-Elemente und der ist mit uns zusammen ja durch das Bootstrap-Package gewandert und hat uns die verschiedenen Stellen gezeigt, die man braucht, um so ein Content-Element ins Backend zu bekommen. Und ich weiß nicht, wie es noch so ging, aber ich habe dann gedacht, so, boah, das willst du eigentlich nicht jedes Mal irgendwie zusammensuchen und wieder aufschreiben. Deswegen hatte ich schon mal über Twitter auch angekündigt, würde ich noch mal eine kleine Session dazu machen, wie das Ganze nicht in einer halben Stunde, sondern in 5 Minuten geht und der gleiche oder so ähnlicher Code rauspurzelt, nämlich mit Mask und Mask Export und wird da so meinen bzw. so unseren Firmenworkflow mal vorstellen, wie wir damit umgehen, neue Inhaltselemente für unsere Kunden anzulegen und ins System zu integrieren. Wer hat denn Interesse? Ich nehme mich beim Wort. Moin. Ja, wir hatten gestern eine längere Session mit viel Whisky. Was ich anbieten ist eigentlich der falsche Ausdruck. Ich hätte da so ein Interesse an so einer Art Selbsthilfegruppe, weil ich mich in der letzten Woche mit so einem Service rumschlagen durfte. Da ging es darum, ich habe so Formulare, die gibt es in irgendeiner Bootstrap-Seite, die werden ausgefüllt, da soll nachher ein PDF rauskommen. Und das soll genauso aussehen wie die Bootstrap-Seite. Und das war irgendwie dermaßen ein Fuck-up, dass ich gesagt habe, ich brauche mal irgendwie Leute, die das vielleicht schon mal gemacht haben. Würde auch dann jetzt meine Erfahrung da so mit reinschmeißen. Wir haben das inzwischen eigentlich ganz gut hingekriegt. Aber ich würde einfach mal wissen wollen, wer hat sowas immer mal wieder auf dem Tisch? Wer kennt sich mit so PDF-Gedöns, PDF-Produzieren und so Sachen aus? Und würde da eben auch Vorschläge machen, was gibt es für Tools, was kann man machen, welche sind die sinnvollsten? Weil es gibt ja irgendwie 3, 4, 5 so Standard-Libraries, die immer mal empfohlen werden, wo man dann einfach Erfahrungswerte hat, sagt, das geht nicht, solche Sachen, so eine Art Selbsthilfegruppe.
Sehr schön, das wäre dann sowas für den kleinen Raum. Ansonsten könnte ich auch noch mal eine Session machen, wer Interesse hat und das vielleicht noch nicht mitbekommen hat, dass es sowas wie eine User Experience Week gibt, auch nächstes Jahr wieder, wo wir dann einfach mal erklären würden, was ist das überhaupt, was kann man da tun, wie kann man sich da einbringen. Es geht halt darum, dass wir die User Experience von Typo 3 verbessern wollen, dafür aber eben Leute brauchen, die eben das nicht nur auf der Coding-Ebene tun oder auf der reinen HTML-CSS-Ebene, sondern auch konzeptionelle Dinge mit einbringen. Und da würden wir halt immer so grob vorstellen, wie das abläuft, was man da tun kann und was das Ziel so einer User Experience Week ist. Wer hat da Bock drauf? Okay, ist ein auch gemütlicher kleiner Raum. Super, danke. Hallo, ich bin der Florian von WMDB und ich bin Frontendler und dementsprechend würde ich gerne Frontend-Session machen. Ich weiß nicht, wer hier das HTML für die Typo3-Integration selber baut, aber ich würde halt gerne zeigen, wie man in wenigen Minuten über modulare Bausätze, über ein paar Konsolenbefehle sich ein Frontend zusammenbauen kann. Und wer Interesse hätte, Grunt und Sass. Ein Luftschloss, wie Benny gerne sagt. Aber ist geil. Du sagst, es ist geil, das schon wählt sich mehr. Danke sehr. Ich habe ihn ehrlich gefragt, warum er sich die Arbeit macht. Er sagt so, weil es geht, weil es geil ist. Weil es Spaß macht. Ja. Cross Weekend. Genau. Cross Ja, guten Morgen, ich bin der Steven. Ich spreche nicht gerne Mikrofon und stehe nicht gerne vor Leuten, sonst geht es mir ganz gut. Ich würde gerne den Fokus mal von der ganzen Technik weg auf euch lenken und habe euch ein Spiel mitgebracht, mit dem man sehr intuitiv zwischenmenschliche Kommunikation verbessern kann. Also ich sag mal, unsere Projekte, die werden immer komplexer, es sind immer mehr Beteiligte dran, da gibt es viel Potenzial an Stellen, wo es knallen kann zwischen Entwicklern, Kreation zwischen Geschäftsführung, Angestellten und Kunden und natürlich der Agentur. Ja, und dieses Spiel ist recht neu, funktioniert schnell und macht Spaß und das würde ich euch gerne vorstellen. Wer hat Interesse? Gut. Ich bräuchte allerdings einen Raum, der nicht ganz so groß ist, also dass das so ein bisschen intimer wird, damit auch Leute mitspielen können. Ja, guten Morgen, mein Name ist Markus, ich bin Typo3-Entwickler und ich würde euch heute zeigen, wie man ein Designsystem in Typo3 integriert. Ich arbeite für eine Agentur und wir haben dedizierte Frontend- und Backend-Teams und das heißt, unsere Frontend-Teams, die können nur HTML, CSS und JavaScript und haben überhaupt gar keine Ahnung von Typo3 und da würde ich euch zeigen, wie wir deren Arbeit, also deren HTML und CSS in Typo3 integrieren und deren Templates dann weiterverwenden. Also die verwenden Nunchucks für ihre Templates und die verwenden wir dann auch im Typo3, um Content-Elemente zu rendern. Das Ganze basiert auf Mask, Nunchuck und ja, das würde ich euch dann einmal zeigen, wie das funktioniert und dann eine Live-Demo geben. Wer hat daran Interesse? Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Christoph. Das ist der Sully. Wir arbeiten beide bei Mindshape. Das ist eine Agentur, die zwei Schwerpunkte hat. Einmal Typo3-Webseiten, einmal SEO. Und bei uns haben wir eine sehr große Herausforderung, denn es gibt aus dem SEO-Bereich immer sehr viele technische Anforderungen, die man in so ein Typo3-Projekt einbetten muss. Und da würde ich gerne eine Session drüber halten, dass ich euch so ein bisschen zeige, okay, was ist überhaupt moderner SEO und was für technische Anforderungen ergeben sich daraus für eine Typo3-Webseite. Und im Anschluss würde dann, also erstmal bei mir, wer hat Interesse daran? Ja, sieht auch schon mal sehr gut aus. Und dann gibt es noch eine Anschlusssession vom Sully, die würde direkt darauf aufbauen. Genau, also ich würde dann das Thema PageSpeed-Optimierung in der Session darüber ein bisschen sprechen. Wir hatten dieses Jahr unsere Webseite relaunch, haben uns mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigt, würde in das Thema einführen, so was gibt es da für Metriken, was ist da wichtig, worauf sollte man achten, was so der Minimalaufwand, um schon sehr gute Ergebnisse zu erzielen. Und falls ihr noch nicht wisst, was beispielsweise der Critical Rendering Pass ist oder wie man ihn optimieren kann, das würde ich dann in der Session auch erklären. Wer hat dazu Interesse? Alles klar.
Guten Morgen, ich mache automatisierte Frontend-Tests vom Scratch. Die sparen viel Zeit, Geld und machen eine Menge Spaß. Ich würde euch eben mal zeigen, wie man damit anfängt, mit Codeception das in PHP zu schreiben. Und ja, wer hat da Lust drauf? Moin. Wir haben ja gestern den Startpiloten vorgestellt. Wir haben uns gedacht, wir könnten heute nochmal so eine Hands-on-Session machen, wie man das Ding dann installiert, dass ihr was habt, das ihr mit nach Hause nehmen könnt. Und dann können wir auch mal gucken, wie ihr das in euren Workflow integriert. Ja, kleine Gruppe wäre vielleicht ganz gut. Wer hat da Lust drauf? Eins. Zwei? Ja gut, dann setzen wir uns einfach mal in die Ecke irgendwann. Hallo, ich bin Olli. Ich biete heute zwei Sessions an. Die erste Session nennt sich Nein sagen. Das wird, das wird eine Kombination aus Lernworkshop sein. Also wie kann ich besser Nein sagen? Warum fällt mir das so schwer? Und der zweite Teil der Kombination ist, dass es so eine Art Selbsthilfegruppe ist. Das heißt, wir werden uns ein bisschen austauschen. Warum fällt mir das schwer, Nein zu sagen? Oder warum fällt mir das leicht, Nein zu sagen? Und wie mache ich das? Wer hätte Interesse daran? Nein. Der zweite Workshop ist der Workshop, bei dem wir meinen Ruf mir vorauseilt. Nein, nicht Unit-Testing, sondern Selbstmassage. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch selbst die eigenen Schultern und die eigenen Hände massiert. Also das, was beim Arbeiten am Rechner am ehesten wehtut. Es ist komplett bekleidet, es ist ohne Öl, es ist vollkommen jugend. So sorry. Wer hat Interesse daran? Okay, kleine... Und ohne Kleidung? Also, wer hat Interesse? Moin, ich habe noch ein Thema, was ich vorstellen könnte, was vielleicht nur für eine kleinere Gruppe interessant ist, und das sind Design Patterns in PHP. Ich habe das letztes Jahr schon mal gehalten, das war eher eine Einsteiger-Session. Ich würde diesmal vielleicht eher so für die Hardcore-Variante davon halten. So mal praktisch, wie wir Design-Patterns einsetzen, was wir nutzen und welche Fallstricke es dabei gibt. Hat irgendjemand Interesse daran? Oh, passt. Machen wir eine kleine Runde. Einen haben wir noch. Ja, guten Morgen. Ich werde relativ früh fahren, aber ich habe gesehen, dass oben noch ein bisschen Platz ist in der ersten Session-Reihe. Ich habe an den DevDays 2015 habe ich einen Talk gehalten über Tools, wie man produktiver werden kann. Das heißt, so Kleinigkeiten im PHP-Storm, Shortcuts, Plugins, andere Tools, die man vermehrt auf dem Mac nutzt. Und ja, da habe ich ein kleines Sammelsurium gemacht, das wird immer wieder erweitert und da können wir ja mal durchgehen, ob das noch aktuell ist, und vielleicht hat noch jemand ein paar Sachen. Wer hätte daran Interesse? Okay, kleiner Raum. Moin, meine Stimme ist nicht ganz so tief, aber es war gestern doch etwas früher. So, also ich habe jetzt keine großartige Session vorbereitet. Da kam ja heute schon mal das Thema Selbsthilfegruppe. Das würde ich gerne auch anbieten wollen. Und zwar zum Thema Hilfe, mein Partner ist ein Nerd. Hege, Pflege, Umgang, Erfahrungswerte. Also wenn da Interesse besteht, können wir uns gemütlich zusammensetzen und Erfahrungswerte austauschen. Und wie spricht man so eine Person an? Für beide besteht da Interesse. Okay, dann machen wir so eine ganz kleine gemütliche Runde.
Hallo zusammen, ich bin Mario, ich mache seit einer ganzen Zeit Projektmanagement, seit 2 Jahren Scrum. Und Scrum, da rollen jetzt bestimmt einige die Augen, ich habe jetzt schon ein paar gesehen. Aber es gibt immer noch Leute, denen die Grundlagen fehlen, wo es nicht da ist. Und das würde ich gerne anbieten, wenn da noch Interesse besteht. Scrum in a nutshell, 45 Minuten, ihr kriegt ein Flipchart, das ich mit euch zusammen mache. Und danach könnt ihr ein Foto davon machen und dann könnt ihr es jedem weiter erklären und wisst genau, wie es funktioniert. Anwenden und umsetzen ist was anderes, aber die Funktion und die Infos habt ihr auf jeden Fall dazu. Jemand Interesse? Oh, cool, guck mal, da sind ja doch einige. Ja, vielen Dank dafür. Dann sehen wir uns gleich. Ja, guten Morgen, mein Name ist Simon. Ich hätte zum Thema Google Analytics, E-Commerce Tracking und oder allgemeine Fragen theoretisch Möglichkeit, das Session zu machen. Wer hat Interesse? Okay, kleiner Raum. Ich bin dran. Waren von gestern noch irgendwelche Wünsche von Themen, die aufgekommen sind, die unbedingt wiederholt werden sollten, die wir jetzt nicht haben? Was vergessen, verpasst? Nichts? Also, da. Nee, ein Wunsch. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der seinen Workflow vorstellen möchte, wie er. Also, ich nicht, nee. wie er in der Agentur quasi ein neues Typo3-Projekt aufsetzt und wie so dieser Workflow aussieht, vielleicht mit guter Automatisierung oder so. Gibt es da jemanden? Vor oder nach deiner Session? Hi, ich bin der Timo. Und was ich euch zeigen kann, ist, wir haben intern ein Tool gebaut, das heißt T3Build, wo wir relativ schnell, also eigentlich in Sekunden im Projekt, einmal die Toolchain halt aufbauen können, um unsere SAS-Files zu bauen, unsere TypeScript-Dateien zu bilden, das Deployment zu machen, das aufzusetzen und Co. Und ja, das würde ich gerne mal vorstellen, euch zeigen, wer hat daran Interesse, das einmal sich anzuschauen. Jo. Okay. Ich würde lieber dann da direkt sein. Ja. Dann machen wir das direkt jetzt hier um 11. Seid ihr fit dafür? Ja. Das wird ein bisschen Hardcore-mäßig, ja, weil ich würde dann auch gerne da wirklich reingehen in die ganze Geschichte, aber wir machen es direkt um 11. Ja, und hier aufnehmen, ne? Genau. Alles klar. Danke. Einen hätte ich gern noch. Ja. Also könnte ich anbieten. Mal so ein Rundgang Typo 9, was da so Neues drin ist und was irgendwen betrifft. Will das irgendjemand wissen? Scheiße, hier müssen wir erzählen. 17 Uhr. Ich habe so lange gewartet jetzt. Welches? Nee, ich zeige. Weißt du, Stuff, der so da ist? Zeit, du holst nicht mehr im Channel mit dämlichen Patches mehr. Weißt du, wer PC. Also, mir gefällt das heute schon besser als gestern. Einen können wir noch nehmen, wenn jemand jetzt ganz dringend noch einen kleinen Talk machen möchte. Oder sich was wünschen möchte. Jemand sich was wünschen möchte, genau. Im Chor zum Beispiel. Die AB-Storm oder Webstorm habe ich halt gestern verpasst. Das hatte. Olli hat schon. Olli ist schon. Aber war das nicht Teil von. Thomas. Genau. Thomas macht das jetzt gleich in Teilen mit. Und sonst wärst du noch mal prädestiniert dafür. Ja, sonst hängen wir noch einen um 16 Uhr rein, dann haben wir noch um 15 Uhr, dann machst du noch einen und dann.
Also zum Thema PHP Storm könnte ich auf jeden Fall Multicursor zeigen und wie man mit Live-Templates arbeitet. Das spart schon eine Menge Zeit und ansonsten halt so ein paar Shortcuts, wie ich eben halt schneller unterwegs bin und uns ein bisschen austauschen, was es eben halt so gibt. Wer hat da Lust drauf? Vielleicht machen wir so eine Best-of-Geschichte. Weißt du, dann kann ich noch so Sachen machen, so hier. Ja, weißt du bist doch schon belegt. Nein. Wenn sich klonen. Das geht ja auch. Susi! Delegieren muss man können. Was? Bist du auch schon anders für den Handschuh? Ja, wahrscheinlich. So, danke. Sind wir fertig? Ja. Gut. Wo kommt der hin? Also, 4,53. Gut. Super. Also, wir haben es hier sehr voll. Sehr schön. Erste Session fängt in 20 Minuten an, also Zeit für das Frühstück zu beenden, noch einen Kaffee zu trinken, zu sortieren, mir die Schlüssel vom WG-Hotel zu bringen. Und Halt! Eine Info noch, Art. Diesmal ist der Sessionplan sofort online. Wer Fotos machen möchte, kann das gerne draußen machen. Alle raus, wieder von hier wie gestern. Dankeschön.